Hallo Sushi-Liebhaber, was ist eigentlich Wasabi? Ihr denkt euch vielleicht, komische Frage, Wasabi gibt es zum Sushi immer dazu. Das ist im Prinzip richtig. In dem Video zeige ich euch jetzt drei unterschiedliche Arten von Wasabi. Allerdings nur eine davon ist der richtige Wasabi. Für diejenigen von euch, die jetzt nicht so gerne Videos schauen, die ein bisschen ausführlicher sind, auf sushi-liebhaber.de habe ich diese drei Wasabi-Sorten getestet und in einer kurzen, kompakten Infografik die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Das könnt ihr euch in 20 Sekunden durchlesen und dann wisst ihr im Prinzip fast alles von dem, was ich hier in dem Video sage. Ich habe es auf Facebook schon einigen von meinen Followern da gezeigt. Ich habe ein paar verschiedene Sachen bestellt, zum Beispiel den Wasabi hier, aber auch Sojasauce oder diese Nori-Algenblätter. Auch da werde ich in Zukunft ein paar verschiedene Produkte vergleichen. Der Wasabi Nummer 1 ist der vermutlich bekannteste. Das ist so ein Wasabi aus der Tube, der ist immer in so einer Papierverpackung hier drin. Diese Verpackung kann man ganz einfach hier oben, kann man die öffnen, das habe ich schon mal gemacht. Und dann kann man hier diese Tube rausholen. Diese Tuben hier sind vergleichsweise sehr, sehr günstig. Und auch in der Handhabung, finde ich, sind die einfach sehr praktisch. Die halten, wenn ihr die so verschlossen habt, sehr, sehr lange. Wenn ihr die mal geöffnet habt, ungefähr noch ein halbes Jahr, dann verlieren sie doch deutlich an Geschmack. Ich werde die Tube jetzt mal hier aufmachen. Ganz einfach unten drehen, wie ihr das immer macht. Und ihr seht, hier ist das auch versiegelt mit so einer Folie. Die werden wir jetzt als erstes mal entfernen müssen. Und für diejenigen, die noch kein Wasabi aus der Tube probiert haben, werde ich jetzt einfach mal probieren. Ich habe mir hier so ein Essstäbchen vorbereitet und da gebe ich ein ganz bisschen drauf. Diejenigen wissen es schon, der Wasabi ist wirklich scharf. Das heißt, eine kleine Portion, so wie die hier, ist auf jeden Fall ausreichend. Hier ist der Wasabi, wir probieren mal. Scharf. Definitiv scharf. Ist aber kein Brennen wie Chili, sondern eher wie Senf oder wie ein scharfer Meerrettich. Hat diese leicht exotische, ganz bisschen süße Geschmacksrichtung. Und von der Konsistenz her ist es eine Paste, die sehr, sehr grob noch ist. Im Hintergrund ist es noch ein ganz kleines bisschen bitter und es hat alles in allem keinen sonderlich runden Geschmack, finde ich. Das war jetzt der erste Wasabi hier aus der Tube. Und ich habe jetzt hier nochmal die Verpackung. Und wenn ich mir sowas kaufe, ich bin einer, ich schaue einfach gerne auf die Verpackung. Ich schaue da drauf, aufs Haltbarkeitsdatum, auf die ganzen Inhaltsstoffe. Und genau das machen wir jetzt auch mal. Hier könnt ihr das erkennen. Produktbezeichnung, Meerrettichpaste mit Wasabi. Spätestens da komme ich ins Stocken schon nach so wenigen Wörtern. Eigentlich wollte ich ja nur Wasabi kaufen. Jetzt habe ich hier eine Meerrettichpaste. Na egal, wir lesen einfach mal weiter. Zutaten, Meerrettich, 24%. Komisch. Eigentlich wollte ich ja Wasabi haben. Was haben wir denn noch Schönes drin? Feuchthaltemittel, Sorbit, Zucker, Maisstärke und so weiter und so fort. Und hier steht's, Wasabi 1,6%. Das ist der Wasabi, den ich eigentlich haben wollte. Und in dieser Tube ist nur 1,6% davon wirklich drin. Dann haben wir hier noch ein paar Aromen, Kurkuma, Säurungsmittel und so weiter und so fort. Mit richtigem Wasabi hat es also relativ wenig zu tun. Wir haben 1,6% da drin. Im Prinzip ist das nichts. Es ist aber gerade so viel, dass man hier auf die Verpackung Wasabi schreiben darf. Wasabi Nummer 1 aus der Tube ist jetzt fertig. Das zweite ist ein Wasabi-Pulver aus der Dose. Auch ein sehr haltbares Produkt in der Dose hier, wenn man die gut wieder verschließt. Die hält im Prinzip ewig. Selbst wenn ihr die aufgemacht habt, ihr könnt die sehr, sehr gut wieder verschließen. So sieht das Ganze aus. Auch hier steht vorne groß Wasabi drauf. Und jetzt schauen wir mal direkt auf die Rückseite. Und was steht auf der Rückseite? Meerrettichpulver in Dose. Das überzeugt mich schon mal nicht. Zutaten: Meerrettich, Senf, Stärke und Wasabi haben wir immerhin noch 2%. Ein kleines bisschen mehr. Auch das finde ich natürlich nicht sonderlich gut, dass hier wieder Wasabi draufsteht, obwohl fast nichts drin ist. Das Pulver kann man direkt pur verwenden. Ich nehme das zum Beispiel, wenn ich an eine Nudelsauce ein bisschen was geben möchte an Wasabi, dann nehme ich von diesem Pulver was. Streue einfach was drüber. Wenn ich zum Beispiel eine Soße anrühre oder wenn ich eine Suppe noch ein bisschen würzen möchte, nehme ich sehr, sehr gerne das. Um die Dose aufzukriegen, habe ich immer so einen kleinen Löffel hier. Da werden wir einfach einmal reingehen und das so anheben. Und dann kann man das öffnen. Und hier seht ihr jetzt das Wasabi-Pulver, was sich in dieser Dose befindet. Es ist sehr, sehr fein, ihr könnt es hier erkennen. Wenn ihr jetzt allerdings Wasabi benutzen möchtet, nicht für Soßen oder irgendwas oder Marinaden, sondern für Sushi, dann braucht ihr natürlich diese Paste, die man kennt.
Und um die herzustellen, müssen wir das Wasabi-Pulver jetzt mit Wasser verrühren. Je nach Konsistenz, die ihr später haben möchtet, nehmt ihr natürlich ein bisschen mehr oder weniger Wasser. Ich werde jetzt zunächst mal hier so ungefähr einen halben Teelöffel Wasabi-Pulver nehmen. Und ich mische es immer so im Verhältnis 1 zu 2 bis 1 zu 4, je nachdem, wie dick oder dünnflüssig ich das Ganze haben möchte. Ich habe jetzt hier also Wasser. Ich werde erstmal einen kompletten Teelöffel dazugeben. Das wäre dann das Verhältnis 1 zu 2. Und das Ganze verrühren wir jetzt mal. Das ist mir doch jetzt hier arg dünnflüssig geworden. Ich glaube, das war am Anfang nicht ganz ein halber Teelöffel. Das heißt, wir geben einfach noch ein bisschen was nach von dem Pulver. Aus der Erfahrung sollte das jetzt ungefähr passen. Und das wird nochmal gut verrührt. Die Konsistenz ist ungefähr die, die ich am liebsten mag. Eine relativ, ja, ihr seht es hier, eine dickflüssige Paste. Wenn ihr es noch dickflüssiger mögt oder dünnflüssiger, einfach ein bisschen mehr oder weniger Wasser. Und dann kann man das sehr, sehr einfach und schnell einstellen. Und jetzt habe ich hier wieder so eine kleine Menge an Wasabi auf meinem Essstäbchen. Und die werden wir jetzt probieren. Wir schauen mal. Auch wieder scharf. Irgendwie ein bisschen komplexer im Geschmack. Leicht fruchtig noch, würde ich fast sagen. Hat nicht so eine beißende Schärfe, sondern ist generell ein kleines bisschen milder. Bisschen angenehmer zu essen, fast so ein bisschen in die Richtung Zitrusfrucht, könnte man sagen, geht es so ein bisschen Richtung Orange. Von der Struktur her auch ein bisschen feiner, nicht ganz so grob wie diese Paste, gefällt mir definitiv besser. Dieses Wasabi-Pulver hier aus der Dose, das könnt ihr im Prinzip ewig aufheben, das wird niemals schlecht. Das frisch angerührte Wasabi hier solltet ihr am gleichen Tag eigentlich noch verbrauchen. Ich denke, das ist kein Problem, macht nicht zu viel, macht lieber einmal noch ein bisschen mehr, wenn es zu wenig sein sollte. Und dann habt ihr von dieser Dose wirklich eine halbe Ewigkeit was. Eine Sache habe ich ganz vergessen euch zu sagen, die ist mir aber ganz besonders wichtig. Und zwar, die beiden Produkte habe ich euch jetzt schon vorgestellt. Ich werde von diesen Firmen nicht dafür bezahlt, dass ich deren Produkte hier mit euch teile und euch zeige, wie man die benutzt. Nein, das ist meine ganz persönliche Meinung zu den Produkten. Und wenn ihr die jetzt kaufen möchtet und sagt, super, das eine finde ich gut, das andere nicht so, ich habe für euch Links zu Amazon, auch da habe ich diese Produkte gekauft. Und wenn ihr die Produkte dann über diese Amazon-Links kauft, die ich euch gebe, dann bekomme ich da eine ganz kleine Provision, mit denen ich einfach wieder ein paar neue Sachen hier für meinen Kanal kaufen kann, um euch weiter tolle Videos zu zeigen. Wenn ihr jetzt sagt, cool, eins von den beiden Produkten hat mir gefallen und ich unterstütze es auch gerne, klickt gerne auf den Link. Wenn ihr das nicht unterstützen möchtet, geht einfach direkt zu Amazon, auch gar kein Problem. Zwei verschiedene Wasabi-Produkte habe ich euch jetzt bereits gezeigt. Jetzt kommt das dritte. Auch das habe ich bestellt bei Amazon wie die anderen beiden. So sieht das Ganze aus. Nicht sonderlich spektakulär, ich gebe es gerne zu. Und das werden wir jetzt mal auspacken. Das Paket hier kam ungefähr, ich glaube, 2 Tage nach Bestellung zu mir, genauso wie es ist. Ich habe schon mal aufgeguckt, ich war natürlich neugierig, aber alles genauso gelassen, wie es vorher war. Und jetzt haben wir da drin dieses Paket. Der Rest ist leer, das kam weg. Noch sieht es wenig spektakulär aus, das packen wir natürlich mal aus. Schön eingewickelt in Alufolie. Und jetzt haben wir hier schon das erste. Sieht schon mal komisch aus. Eingewickelt in Folie und noch in Papier. Ist so ganz leicht feucht. Und das hier ist jetzt echter Wasabi. Auch das zweite Päckchen hier mache ich natürlich auf. Was haben wir da drin? Wieder ein bisschen feuchtes Papier. Noch mehr Alufolie. Ich mache das jetzt hier mal kaputt, es geht ein bisschen schwer nämlich auf. Ich will es euch aber trotzdem zeigen. Das ist ein Kühlakku, ihr könnt es hier erkennen. Das Päckchen kam wirklich sehr, sehr gut gekühlt bei mir zu Hause an. Und ja, ihr könnt ihr natürlich nochmal benutzen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr irgendwas mal transportiert, was kalt bleiben soll, legt ihn euch einfach ins Eisfach und dann habt ihr einen schönen Kühlakku. Das hier ist jetzt der echte japanische Wasabi. Der wächst in Japan. Vor allem an Flüssen und an kleinen Bächen, braucht also fließendes Wasser um sich herum oder in seiner Nähe. Allerdings wurden in den letzten Jahrzehnten auch Wasabi-Sorten gezüchtet, die dieses fließende Wasser nicht mehr benötigen und können dementsprechend auch viel, viel einfacher angebaut werden. Bei dem Wasabi hier kann man schon relativ gut erkennen, wie der wächst. Wir haben hier unten haben wir einen Teil, der ist normalerweise in der Erde drin, das ist der Stamm. Und dann haben wir oben den Teil mit den Blättern, der guckt natürlich aus der Erde raus. Diese Blätter, die kann man essen.
zum Beispiel in Salaten oder als Dekoration machen die sich sehr, sehr gut. Und der untere Teil vom Wasabi, das ist der Teil, den man klassischerweise für Sushi verwendet. Dieser Wasabi hier kommt jetzt nicht aus Japan, sondern aus europäischen Gewächshäusern. Und von der Größe her, es ist definitiv ausreichend. Mehr braucht ihr wirklich nicht, außer ihr macht eine riesengroße Sushi-Party. Bestimmt auch schön, aber meistens wird doch das ausreichen. Und vom Alter her kann man sagen, ich denke, der ist jetzt ungefähr 1 bis 1,5 Jahre alt. Wenn die noch älter werden, dann werden die nochmal ein Stück größer und auch dicker im Durchmesser. Wir nehmen uns ein kleines Messer. Das ist so ein ganz normales kleines Küchenmesser. Und da werde ich jetzt hier von dem unteren Stück, ich sag mal die letzten, ja, 3-4 cm vielleicht, werde ich von der Schale ein bisschen was abnehmen. Nehmt wirklich nur so viel ab, wie ihr an dem einen Tag verbrauchen möchtet, weil der Rest kann dann noch sehr schön und sehr lange frisch bleiben. Wir schneiden uns jetzt also hier ein bisschen was ab. Macht das möglichst knapp an der Oberfläche. Dann habt ihr natürlich mehr von dem Wasabi. Das war jetzt mal der erste Schnitt. Und ihr könnt hier schon die Farbe erkennen. Schön grün. Das werde ich jetzt einmal hier ringsrum machen. Den Wasabi müssen wir jetzt noch reiben. Klassischerweise würde man das in Japan auf eine Haifischhaut machen. In Europa ist das allerdings aus Tierschutz- oder Artenschutzgründen nicht mehr möglich. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das wirklich für gut heißen kann. Deshalb habe ich das ganz einfach gemacht. Ich habe hier so eine ganz einfache Kunststoffreibe. Die habe ich von der gleichen Firma, wo ich auch den Wasabi gekauft habe, einfach so als Paket zusammen. Und dann ist es gar kein Problem. Hier ist der Wasabi, hier ist die Reibe. Los geht's. Man reibt immer in einem 90-Grad-Winkel dazu. Also reibt nicht so schief, sonst macht ihr das ganz schräg. Ungefähr so. Und in leicht kreisenden Bewegungen mit einem geringen Druck. Ich werde jetzt mal hier anfangen. Und das riecht schon fantastisch, sage ich euch. Viel Ergebnis sehen wir allerdings noch nicht. Nach ungefähr 2 bis 3 Minuten hat der Wasabi jetzt sein volles Aroma entfaltet und sollte dann möglichst schnell verzehrt werden. Denn nach ungefähr einer halben Stunde verliert er seine ätherischen Öle, seine Frische und dann schmeckt er eher so ein bisschen abgestanden, nicht mehr ganz so gut. Wenn ihr mal Gäste habt, könnt ihr es natürlich auch direkt am Tisch machen. Dann sehen die auch direkt, was echter Wasabi ist, könnt es mal selber ausprobieren und dann auf das Sushi geben und direkt essen. Ich habe jetzt hier wieder mein Essstäbchen, davon werde ich mir so eine kleine Portion mal nehmen. Das ist definitiv ausreichend zum Probieren. Mal schauen, wie der hier schmeckt. Der riecht jetzt schon deutlich, ja, fruchtiger vielleicht, frischer. Schwierig zu beschreiben, wir probieren mal. Sehr interessant, sehr lecker, ein kleines bisschen schärfer, viel aromatischer. Also ich habe da wirklich eine Frische drin, die man in den anderen Produkten überhaupt gar nicht so kennt. Man spürt halt wirklich diese Frische der ätherischen Öle, diese Aromen, die da drin sind. Es ist einfach viel komplexer und viel reichhaltiger vom Geschmack her, als das der Wasabi aus der Dose oder auch aus der Tube ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir denn mit dieser angebrochenen Knolle hier? Der Verkäufer von dem Wasabi hier empfiehlt, dass wenn man die Knolle bekommt und sie nicht direkt benutzen möchte, also noch die komplette Schale dran ist, kann man einfach diesen Wasabi nehmen, stellt den in Wasser, so hoch ungefähr, dass die untere Knolle bedeckt ist, die Blätter allerdings frei sind. So kann man das dann im Wasserglas stehen lassen für, ja, 2, 3 oder 4 Wochen. Das ist kein Problem, denn der hält sich dann relativ lange. Wenn wir den Wasabi, wie jetzt aber hier gesehen, schon angeschnitten haben und ein bisschen abgerieben haben, dann bietet sich das nicht mehr an, dass man dieses Wasser an diese offene Stelle im Wasabi dran lässt. Wir haben ja noch das Papier, das feuchte, wo ich es auch ausgepackt habe. Das werde ich direkt mir wieder hinlegen. Der Wasabi kommt dann hier drauf. Wir werden das einmal wieder einschlagen. Und ich werde das jetzt genauso wieder zusammenrollen, wie ich es auch bekommen habe. Nämlich in dieser Plastikfolie hier. Das Paket kann man so, wie es jetzt eingewickelt ist, in den Kühlschrank legen. Dort hält es sich ungefähr 4 Wochen. Ich werde in meinen nächsten Videos den Wasabi mit Sicherheit nochmal benutzen, um damit meine Sushis zu würzen. Und dann sage ich euch natürlich auch mal gerne Bescheid, wie lange der Wasabi bei mir gehalten hat, was am Ende passiert ist und wie sich so der Geschmack entwickelt hat. Wir haben jetzt 3 Arten Wasabi kennengelernt. Einmal in der Tube, in der Dose und den frischen. Der in der Tube ist der allergünstigste, danach kommt der aus der Dose und danach der frische. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, welchen Wasabi benutze ich denn eigentlich immer? Ich mache das Ganze folgendermaßen. Ich habe hier so eine Tube Wasabi. Die kann man mal spontan einfach auf den Tisch legen, wenn jemand fragt, ob er ein bisschen was haben kann.
Dafür ist es sehr praktisch, weil es in der Anwendung einfach sehr, sehr schnell und unkompliziert ist. Standardmäßig benutze ich eigentlich diesen Wasabi hier aus der Dose, weil er einfach ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, gut schmeckt und in der Anwendung relativ unkompliziert ist. Also das ist eigentlich der Standard, den ich fast immer, würde ich sagen, benutze. Der Wasabi hier, der frische, der ist geschmacklich in einer ganz anderen Liga, nicht vergleichbar, wirklich toll. Preislich, ja, leider auch in einer etwas anderen Liga. Kann man aber mal machen, finde ich. So teuer ist er auch nicht. Ich glaube, ich habe dafür jetzt 15 Euro bezahlt. Wenn man mal viel Sushi macht, wenn mal Freunde kommen für einen besonderen Anlass, finde ich, ist das eine richtig tolle Sache. Ich esse allerdings relativ viel Sushi, so ungefähr ja, 2-mal pro Woche. Da ist es mir dann, muss ich ehrlich sagen, ein kleines bisschen teuer und auch ein kleines bisschen umständlich. Denn ihr müsst natürlich den immer auspacken, einpacken, ihr müsst den reiben, ihr müsst gucken, wie lange ist der noch haltbar. Er ist auch nicht immer lieferbar bei Amazon, also da müsst ihr mal wirklich schauen, ob die gerade verfügbar sind. Und all das bewegt mich dann dazu, den hin und wieder mal zu bestellen und sonst auf die Dose zurückzugreifen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht, ihr habt was gelernt, jetzt wisst ihr, was echter Wasabi ist. Und von euch möchte ich mal gerne wissen, welchen Wasabi benutzt ihr am liebsten? Den in der Dose, den aus der Tube oder den frischen? Oder sagt ihr, Wasabi mag ich sowieso gar nicht, benutze ich nie? Und vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!